Anne Wünsche, 29, blutet das Herz. Die Influencerin machte während der vergangenen Wochen einen absoluten Traumurlaub. Zusammen mit ihrem Freund Karim und ihren beiden Töchtern reiste sie auf die Seychellen. Auf den idyllischen Inseln vor der afrikanischen Küste gibt es jedoch nicht nur Palmen und Strände, sondern auch verschiedenste Tiere. Eines davon beschäftigte die Web-Bekanntheit besonders, und zwar ein kleiner Hundewelpe. Diesen möchte Anne nun unbedingt nach Deutschland holen. Auf ihrem Instagram Kanal teilte die zweifache Mutter vor wenigen Tagen verschiedene Fotos und Videos eines kleinen Hundewelpen. Sie erklärte, sie habe das unterernährte Hundejunge in ihrem Urlaub am Straßenrand gefunden und nach ihm sehen wollen. Der Vierbeiner gehöre sogar einer Familie, die ihn Anne jedoch hätten übergeben wollen, da Hunde auf den Inseln nichts Besonderes seien. Die Fellnasen leben dort oft angekettet oder landen auf der Straße, betonte sie. Daher habe Anne dem Kleinen unbedingt helfen wollen. Zusammen mit ihrer Familie brachte sie ihn also zu einer Tierschutzorganisation und gab ihm den Namen Dobby. Doch weil der Hundewelpe der YouTuberin auch nach ihrer Abreise nicht mehr aus dem Kopf ging, entschied sie sich dazu, ihn nach Berlin zu holen, wenn er stabilisiert und alt genug dafür ist. Das wird wohl noch ein paar Monate dauern und soll außerdem 2000 Euro kosten. Aber das ist es mir wert, versicherte sie. Ob sie Dobby dann selbst behalten oder weiter vermitteln möchte, weiß sie aber noch nicht. Schließlich hat Anne schon zwei kleine Hunde zu Hause. Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.